Ja, vielen Dank, dass ich noch einen Text lesen darf. Das freut mich sehr. Ich halte dieses Blatt jetzt hier hin, weil ich mir gesagt habe, mein Gesicht konnte man gar nicht sehen im Zoom, in der Zoom-Konferenz. Und wir wissen, dass das sehr wichtig ist in Zoom-Konferenzen, deswegen halte ich es jetzt hier. Zweiter Text. Es ist so, der wievielte Lockdown ist eigentlich? Ich glaube, es ist so verschwommen. Ich weiß gar nicht, was der wievielte Lockdown ist. Der 15. Hier werden sehr viele Finger gezeigt. Es ist Lockdown. Aber es gab ja mal einen ersten Lockdown. Und die erste Woche im ersten Lockdown war für mich krass, ich habe gedacht, geil, voll viel Zeit jetzt, da hat man das noch richtig toll gefunden ein bisschen und ich habe viel nachgedacht und einen dieser Gedanken habe ich hier zu Papier gebracht, da gucke ich immer gerne drauf, weil dann fühle ich mich jetzt nicht so schlecht, wenn ich nur Netflix gucke und mich schlecht fühle, aber da fühle ich mich nicht schlecht, wenn ich mich schlecht fühle. Ist egal, ich fange einfach mit dem Text an. Der Text trägt den Titel Die Krone der Schöpfung und ich glaube, er verbindet ganz gut das, was ich gerade eben vorgetragen habe, mit unserer aktuellen Situation. Ey, wisst ihr, was komisch ist? Wir Menschen bezeichnen uns ja gerne als Krone der Schöpfung. In gewisser Weise haben wir damit ja auch recht. Kein anderes Geschöpf auf unserem Planeten kann uns ja was anhaben. Wir haben den Wolf an die Leine, den Tiger in den Käfig und Oliver Pocher ans RTL-Studio gepackt. Stell euch mal vor, wir hätten den Alltag von so einem Hasen. Alles und jeder versetzt dich in Angst, den ganzen Tag bist du damit beschäftigt, deine Art erhalten zu wollen und an Ostern verteilst du als Saisonarbeiter Eier in peinlich genau gepflegten deutschen Vorgärten. Na dann doch lieber eine Sparkassenausbildung. Nee, darüber sind wir hinweg. Ja, wir haben nicht nur alle anderen Lebewesen hinter uns gelassen, sondern sogar einige Naturgesetze. Digga, wir können zum Mond fliegen. Oder zumindest nach Malle. Was wir alles so erfunden haben. Das Rad, die Demokratie, das Internet und fucking Instant-Kartoffelpüree. Wir sind die größten Raubtiere der Erde, die Spitze der Nahrungskette. Stattliche Prädatoren, die den Rest der Welt unter sich wissen. Ja, wir sind die Krone der Schöpfung. Hier bei uns in der westlichen Welt haben wir sogar so wenig zu befürchten. Zu unseren größten Sorgen gehört, keine Ahnung, Laktoseintoleranz. Das muss man sich mal vorstellen. Für manche Menschen ist die größte Schwachstelle, die größte Gefahr ein Stück mittelalter Gouda. Gut, je nach Kontext kann das auch wirklich zum Problem werden. Stell dir vor, du bist ein, keine Ahnung, muskelbepackter Gangster-Rapper, der jeden Tag davon berichtet, wie er sich mit einschlägigen Mafia-Clans blutige Straßenschlachten liefert. Dabei kann ich eine halbe Tasse Schokomel außer Gefecht setzen. Zack, Image im Arsch, buchstäblich. Und das ist ja immer alles. Man denke an den gesellschaftlichen Druck, diese ständige rechtfertigen müssen. Hey Bushido, du, willst du auch ein Stück Schokolade? Nee, danke, ist nicht so meins. Wie ist nicht so meins? Ist doch Schokolade. Wie kann man denn Schokolade nicht mögen? Schokolade ist doch so lecker. Jeder mag Schokolade. Naja, also ich. Leute, habt ihr das gehört? Bushido hier mag keine Schokolade. Könnt ihr das glauben? Was stimmt denn mit dem nicht? Ja, ist schon nicht so leicht mit so einer Laktoseintoleranz. Aber verdammt, wie gut muss es einer Gesellschaft gehen, wenn das zum Problem wird? Wir haben so wenig zu befürchten, dass wir uns förmlich neue Gefahren suchen, damit wir Angst vor ihnen haben können. Wir haben so wenig zu befürchten, als Kind waren meine Top 3 Ängste, eine Strafanzeige bekommen, weil ich die Musik über den YouTube to MP3-Konverter heruntergeladen habe, meinen Schülerausweis verlieren und eine Blinddarmentzündung bekommen. Blinddarmentzündungen waren für mich als Kind so ein Riesending, völlig irrational. Bei jedem Anflug von Magenkrämpfen habe ich mich panisch auf den Boden geschmissen und nach einem Arzt geschrien. Dabei kamen 90% der Fälle davon, dass ich zuvor in Windeseile eine Tafel Schokolade weggeatmet habe, obwohl ich laktoseintolerant bin. No shit, wir hier in diesen unfassbar privilegierten Gefilden stehen ganz oben an der Nahrungskette, müssen uns über verhältnismäßig wenig Sorgen machen. Wir machen uns sogar über so wenig Dinge Sorgen, dass wir neben Laktoseintoleranz und Blinddarmentzündungen, versteht sich, sogar noch Zeit für Langeweile finden. Doch diese offensichtliche Langeweile füllen wir selbstredend nicht damit, anderen dabei zu helfen, in unsere Position zu kommen. Nee, stattdessen ignorieren wir Menschen, die unsere Hilfe dringend benötigen, fangen Streitereien und Kriege an, fügen uns gegenseitig Leid zu und schicken uns betrügerische Spam-E-Mails. Bitte rette mir, ich bin Prinzessin von Usbekistan, überweise nur 50.000 Euro auf Konto. Was ist los mit uns? Kein anderes Geschöpf auf unserem Planeten kann uns etwas anhaben. Wir haben das Huhn in Legestationen, das Schwein in Mastbetriebe und den Tiger aus dem Regenwald gejagt. Ja, wir haben nicht nur alle anderen Lebewesen hinter uns gelassen, sondern sogar einige Naturgesetze. Digga, wir können mit einem Knopfdruck die Erde auslöschen. Mehrfach. Keine Pointe an dieser Stelle. Was wir alles so erfunden haben, das Dynamit, die Zensur, das Maschinengewehr und fucking TikTok. Wir sind die größten Raubtiere der Erde, die Spitze der Nahrungskette. Furchteinflößende Prädatoren, die den Rest der Welt unter sich wissen. Ja, wir sind das Ende der Schöpfung. Und dann kommt da mal was, wovor wir wirklich Angst haben müssen. Dann rüttelt uns da etwas aus der sonst so heilen Welt und dennoch nehmen es einige Leute nicht ernst. Dann beschweren sich einige wieder über die da oben, weigern sich zur Allgemeinheit zu stehen und fahren die Ellenbogen aus. Uns geht es so gut, wir haben so wenig zu befürchten, dass einige unter uns selbst im Angesicht einer ernstzunehmenden Krise anfangen, neue Gefahren zu suchen, vor denen sie sich dann fürchten können.
Plötzlich wird alles zur Weltverschwörung. Erfolgreiche Menschen zu Vampiren, die Kinderblut trinken und ein Tunnelsystem unter Österreich zum Schauplatz eines geheimen Krieges. Digga, wer soll denn da kämpfen? Das ist doch viel zu eng. Wisst ihr, was komisch ist? Wir Menschen bezeichnen uns ja gerne als Krone der Schöpfung. In gewisser Weise haben wir damit ja auch recht. Aber wenn ich langsam mal damit anfange, uns zusammenzureißen, dann bleibt von dieser Krone nicht ein Zacken übrig. Also Diggis, lass mal einfach ein bisschen zusammenreißen. Jetzt entschuldigt mich, ich habe den ganzen Tag schon so ein ganz komisches Ziehen in der Magengegend. Das soll sich mein Arzt angucken. Nicht, dass das eine Blinddarmentzündung ist. Dankeschön.